Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video in der Testzone. Ich spiele heute mit euch das Spiel Skyhill. Skyhill, ein sehr geiles Spiel, ein sehr interessantes Spiel. Habe ich gerade schon mal ausprobiert, konnte gar nicht aufhören. Wir starten hier in einer ganz hohen Etage, also in der 100. Etage eines Hochhauses, müssen uns nach unten kämpfen, um zu überleben. Und ja, und spielen immer, wenn wir es schaffen, was Neues frei. Und das Spiel hat schon nicht die beste Grafik, aber trotzdem eine extreme Motivation, um zu spielen. Man will einfach gar nicht aufhören. Gut, ich will euch gar nicht so voll quatschen. Wir gucken nochmal oben links in der Ecke. Dedelic und Mandragora, die Entwickler, Publisher, sehr bekannt sogar. Ich weiß nicht, das Spiel Deponia zum Beispiel. Machen ihren Namen hier alle Ehre. Sehr, sehr interessantes Spiel. Ich gehe mal auf Neues Spiel und sage ja, überschreibt meinen anderen. Hardcore müssen wir noch freispielen. Tutorial mache ich mal aus und gehe auf Einfach, weil ich habe es ja gerade schon mal ausprobiert. Und ihr seht hier, bevor du startest, kannst du dir einen passiven und einen aktiven Vorteil aussuchen. Um mehr Vorteile freizuschalten, geh weiter nach unten. Ja, wir müssen einfach in den Gebäude weiter nach unten zu kommen und Sachen freispielen. Ich habe natürlich noch nichts freigespielt. Ich sag mal überleben. I came to this town for a couple of days on business. It was a short trip. So why not spend a few days in style? Your keys, just as you ordered, are best suited for an excellent view in the latest biological defense system. You know, things have to get better before they get worse, I guess. I just had no idea how bad. Houston, New Hero, please remain calm and stay inside. System that we have known directly proceed to the nearest biohazard shelter, women and children. Dear guests, please do not leave your rooms. I rushed to the phone. I tried everything. Police, 911, even hotel service. Something terrible was going on outside. When the screaming ceased, all I heard was satisfied, hungry growling, and the sound of flesh being torn apart. And then, I was hungry, and eventually went outside. It was hell. But I'd rather be killed by a mutant than slowly starve to death. I still have hope. I'll make it out of here. Ich komme hier raus. Okay, das war das Intro. Sehr aussagekräftig. Grafisch ist das Spiel kein Mega-Highlight, keine Frage. Aber ich bin ein großer Fan von solchen Spielen einfach. Weiß auch nicht warum. Hier seht ihr Skyhill. Wäre auch schön gewesen, hier anzufangen. Wir haben hier schon 1 von 1. Das habe ich gefunden in meiner letzten Aufnahme. Also meinen Aufnahmeversuch, den ich gemacht habe. Wo ich mich mal mega verhaspelt habe wieder. Und das bleibt einfach hier drin. When it all started. Das sind so Kassetten, die man findet. Nur kleine Errungenschaften, würde ich sagen. Dann haben wir hier unten links noch einen Rucksack. Da drin ist jetzt zum Beispiel diese ausgedruckte Notiz. Die hatte ich auch gefunden. Aha. Passwort und Login-Name haben wir hier drin. Okay, das können wir vielleicht gebrauchen. Das Spiel bietet viel mehr, als man auf den ersten Blick erwartet, wenn man hier so rumläuft. Man denkt immer nur ein bisschen labern oder besser gesagt ein bisschen looten, ein paar Gegner töten. Die Sache ist geritzt. Es gibt ein Crafting-System sogar hier. Da steht auch mal drin, was es braucht. Klinge, Holzstück, Isolierband, alles kann man einzeln auch nochmal herstellen. Ihr seht Waffen, Nahrung, die geben uns immer diese Hungerpunkte wieder, darauf komme ich gleich nochmal. Und Verbandskästen zum Beispiel, kann man verschiedene Sachen craften mit Alkohol und Verbandzeugs, um bis nach unten zu kommen. Ich habe leicht ausgewählt, da ist es nicht ganz so schwer, aber trotzdem noch schon eine Herausforderung. Hier seht ihr, was es alles gibt an Zeugs und VIP-Zimmer. Jede Stufe der Küche schaltet neue Rezepte frei, alles Sachen, die ich jetzt auch noch nicht ganz so verstanden habe. Werden wir aber sehen. Ja, bauen dürfen wir noch nichts. Hört er? Zudem gibt es noch ein Level-System. Wir sind Stufe 1. Also ihr seht nur von 50 XP. Und wenn wir hier leveln, können wir hier Geschwindigkeit, Geschicklichkeit, Präzision, Stärke nochmal ein bisschen aufwerten. So, das zu dem Spielmenü, Charakter, blablabla. Hier haben wir ein Bett, hier können wir schlafen. Ich weiß doch gar nicht, wie man hier wieder hochkommt. Aber an sich geht es einfach nur darum, jetzt wieder runterzukommen. Jedes Mal, wenn wir einen Raum betreten, verlieren wir einen Hunger. Wir haben 50 von 100, wir haben Lebensenergie 100 von 100 und gehen einfach mal runter.
da war der Aufgang. Und da seht ihr, haben wir einen Raum betreten. Immer wieder betritt man einen neuen, verliert einen Hunger und da ist entweder ein Gegner drin oder was zu looten. Hier ist zum Beispiel was Kaputtes, hier kann man nichts looten. Etage 99 steht immer hier. So, ein leerer Raum. Hier haben wir zum Beispiel einen Schrank, können wir looten. Oh, da war direkt eine Waffe drin, Stiletto. Sehr geil, habe ich so Glück vorhin nicht gehabt. Equippen wir sofort, schieben wir einfach drauf. Minus 33, keine Ahnung. Wir können zwei verschiedene Waffen auswählen, die können wir dann auch im Gefecht sozusagen auswählen dann, wenn wir dann mal eins haben. Aber man hat genug Regale und einen Ziegelstein und das Ding ist leer. Hier stehen Bonsai-Bäume. Ach, wird schön. Die Couch oder sowas, das sind alles Sachen, da kann man so nicht mitarbeiten. So, runter geht's. Es wirkt anfangs trocken, sag ich mal. Jetzt gleich kommt der Gegner, der kommt dann fast in jeden Raum und dann denkt man, boah, viel zu viel. Aber dennoch hat man die ganze Zeit Bock weiter zu... Was ist das denn für ein Bett? Kleber. Und man ist immer neugierig, was in den nächsten Raum auf einem wartet. Das ist auch schon mal gut, ein Küchenmesser. Was ist das? Ein Ei. Können wir ja, wie gesagt, Kochrezepte lernen und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir schon 10 Hunger verbraucht. Das ist aber gar nicht so schlimm. Wir werden gleich noch was finden. Wir spielen ja auf leicht. Vielleicht ist das nur ein Traum. Nicht als ein böser Traum. Nein, das ist kein Traum. Das ist das wahre Leben, mein Freund. Hier gibt es nichts zu looten. Und da ist unser erster Gegner. Da hätte ich mir jetzt mal... Die Zeit, die haben wir. Da fehlt uns noch die Stufe oder was fehlt uns? Weil minus 33. Ach, das ist kaputt wahrscheinlich, ne? Jetzt ziehen wir das mal drauf, wählen das mal aus. Und jetzt können wir uns den Gegner... Der tut uns erstmal nichts. Der guckt uns nur an. Wir können ihn jetzt auswählen und schlagen. Ja, verfehlen ihn. Oder wir gehen hier auf Zielmodus. Drücken einmal drauf. Dürfen uns dann aussuchen, ob wir ihn am Kopf versuchen zu treffen mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit. 90% die Arme und das macht immer mehr Schaden oder weniger. Der Körper natürlich ist am meisten. Hier oben seht ihr die Lebensenergie des Gegners. Ich versuche mal den Kopf, das ist immer sehr schwer. Verfehle ich immer. Und ich sag's. Und natürlich habe ich getroffen. So, 27 EPs bekommen. Der Gegner selber ist leer, den könnten wir looten, wenn er was hätte. Und hier haben wir Reis drinne. Wenn wir jetzt auf den Reis zum Beispiel gehen, da sehen wir Hunger 8, Hunger 11 und hier haben wir schon Zahnräder, VIP-Schlüssel. Den habe ich noch nie benutzt. Ich weiß nicht genau, wofür wir den benutzen müssen. Kleber, also Crafting-Items, die wir hier nutzen können, wie zum Beispiel für den Bau von Waffen, den Hammer. Und hier wird natürlich noch mehr freigespielt. Dafür müssen wir hier ordentlich ackern. Wollen natürlich weiter runter. Und wir haben da wieder einen Gegner. Müssen wir mal schön auf die Lebensenergie achten. Ich benutze mal das Stiletto. Ich verstehe nicht, warum das rot ist und minus 31 hat. Das macht mir wirklich viel Schaden. Der ist schnell down. Anfangs war super easy. Kritischer Treffer. Die Gegner werden auch schwieriger und... Ja, optisch natürlich verändern die sich auch. Wir sind Level Up. So, wie sieht's aus? Wir haben wieder durch den Level Up wieder 100 von 100. Und das wollte ich gar nicht aufmachen. Auf I seht ihr, jetzt haben wir 4 Punkte. Ich mache mich einfach mal ein bisschen stärker direkt. Machen wir mehr Damage. Eine Münze, das ist aus wie ein Euro. Und ja, die können wir benutzen. Hier gibt es manchmal so Automaten für Getränke. Die können wir dann da reinwerfen, glaube ich jedenfalls. Leer. 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 Lumpen. Alles Crafting-Items, die wir brauchen. Manche Sachen kann man einfach so craften. Manche Sachen, dafür braucht man spezielle Räume. Schon 5 Etagen geschafft. Ein Verbandzeugs. Eine Flasche Alkohol dazu. Und wir können uns eine Bandage craften. Und da das ja immer anders ist, wenn man dieses Hochhaus betritt und dann wieder nach ganz unten muss, weil der reiche Fatzke natürlich ganz oben wohnen wollte, ist es immer wieder neu und anders runterzukommen. Ziemlich interessant. Den haben wir gleich down. Komm, jetzt aber. Yeah, 10,6 Schaden. Noch nie geschafft. 27 XP, wie immer. Wir haben wieder ein Stiletto gekriegt. Hier haben wir einen Aufzug und eine Notiz. Eine Notiz mit einem...
Mit nur einem Eintrag. Okay, den gucken wir uns an. Das ist die Ausgedruckte von gerade. Zeit für Gebete. Alle sind tot. Na gut. Das ist nicht schön, aber so ist es einfach. Hier haben wir den Aufzug, den gucken wir uns gleich nochmal an. Einen Fisch können wir einfach so essen, müssen wir nicht kochen. Können wir aber zu Gerichten zaubern. Kleber. Sonst ist nichts. Und da oben hatten wir auch schon den Aufzug. Ich guck mal ganz kurz, ob wir damit vielleicht wieder nach oben kommen. Ah, da können wir wieder bei uns in der VIP-Lounge fahren und dann sozusagen hin und her switchen. Interessant. Ich habe sonst immer kaputte nur gehabt. So, runter geht's. Überraschung, ein neuer Gegner. Der wird optisch auch noch sich verändern ein bisschen. Noch geht's uns sehr gut. Aber es wird wirklich richtig, richtig schwer. Aber wir spielen ja auch im leichten Spiel Schwierigkeitsgrad. Oh, verfehlt. Extra Aktion. Hey, cool. Passend. Er ist leer. Hier ist der Aufzug defekt. Ihr seht, das ist verbogen. Leer. Hier ist ein bisschen Blut an der Wand. Gegner sind nicht immer nur hier. Die sind auch mal in den Räumen. Antibiotika. Ja, da sind wir später froh, wenn wir das haben. Und die 93. Etage ist erledigt. Es gibt verschiedene Räume, wo wir craften können. Ich habe zwar sowas noch nicht ganz so direkt entdeckt, aber man muss einfach darauf achten, ob es eine Küche ist oder nicht. Ja, eine Münze. Kamera. Das Stiletto war auch dabei, könnt ihr sehen. Oh. Kleiner Verbandskasten. Hier gab es richtig Rambazamba scheinbar. Wir schauen noch mal ganz kurz. Da ist noch rot, heißt es fehlt uns. Also wir können noch nicht wirklich was craften. Mutantenblut kriegen wir später auch ohne Probleme. Da können wir dann ein Gegengift draus herstellen. Sehr interessant. Hier brauchen wir, also wenn das dieses Zeichen hier oben ist, dann heißt es, wir brauchen dafür einen extra Raum, um das herzustellen. Ich schätze mal so eine Art Werkbank, ne, Raum. Nahrung können wir überall herstellen. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend, wenn man tiefer kommt. Wir haben jetzt gerade mal 10 Etagen geschafft. Da ist so ein neuer Gegner. Der gibt immer dieses Blut. Aber der hat auch eine doofe Eigenschaft. Der verschwindet auch mal gerne. Komm, Mut. 45%. Oh nein. Kritisch. Du Penner, du. Da, der haut ab. Der ist gar nicht so doof. Schlüsselkarten. Verschiedene Schlüsselkarten, verschiedene Räume. Muss man halt Glück haben, dass man die auch trifft oder findet. Man muss ja jetzt nicht die beiden Räume immer durchsuchen. Man kann auch direkt ganz nach unten gehen. Oh, Salat. Leer. Hat schnell das Gefühl raus, wo man draufklicken kann und nicht. Also das geht echt schnell. So, ich habe Hunger. Okay, das, da kümmern wir uns gleich um. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Stromkasten. Da hätten wir mehr Licht. Da könnten wir reparieren. Er benötigt Draht. Er hat es repariert. Ich habe Lumpen dabei verloren. Draht aus Lumpen. Jetzt haben wir Licht hier oben. Juhu. Und ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. So, können wir hier oben mal ein bisschen suchen. Finden dadurch, glaube ich, besser Sachen. Mein Gott. Habe halt 1 Million Euro gefunden. Das war es aber auch schon. Weiter geht's runter. Ein kaputter Automat. Schade. Oh, lecker Fleisch. Jetzt müssen wir langsam um Essen uns kümmern. Er verhungert uns. Dafür essen wir mal den Fisch. Ziehen wir einfach auf den Charakter. Können uns Gesundheit geben. Oder hier, 50 Chance auf Vergiftung und Verlust von 8 HP. Gefährlich. Müssen wir lieber kochen. Reis, ein Ei, Kleber. Ne, wäre jetzt lustig gewesen, wenn er es gemacht hätte. Komm. Sonst ist natürlich Ende, wenn wir uns nicht mehr weiter bewegen können. Gar nichts. Hier gibt es mal einfach gar nichts. Ah, da ist er wieder, der Kollege. Hätte der Schaden kassiert, hätte er den auch weiter behalten. Aber der hat auch schon 19 HP. Das ist ganz schön viel. Der macht ganz schön Schaden, der Lump. Da müssen wir wieder leveln, glaube ich. Ne? So. Down ist er. Der verliert zum Beispiel immer dieses Mutantenblut. So. Was sagt denn unser Charakter hier? Wir haben Skillpunkte.
Geschwindigkeit. Geben uns einfach mal so ganz grob Punkte rüber. Schmerzmittel. Hört sich immer lecker an. Energie ist noch gut. Man muss halt, überlegen, ob man in den nächsten Raum geht, weil es kann immer passieren, dass wir hier einer auf einen wartet. Es wird halt immer riskanter. Oh, Stiletto. Macht jetzt, glaube ich, mehr Damage. Dann nehmen wir das mal. Nehmen wir doch lieber ein Stiletto, ne? Und der haut ab. Den Damage hat er immer noch, wenn wir jetzt runtergehen und ihn nochmal treffen würden. Kann auch sein, dass er 2 Etagen tiefer ist. Das Regal. Nehmen wir uns mal das Holzstückchen da raus. Das Bett ist leer. Die Raketen wollen wir auch nicht haben. Und hier gibt es weiter nichts außer einem Beamer. Warum auch immer. Hier ist ein Karton. Sehr unscheinbar. Münzen und Alkohol. Und dann gucken wir doch mal, ob wir uns da was craften können. Damit wir auch mal was craften. Also das Stiletto wollen wir uns hier craften. Das macht guten Damage, ne? Was braucht das? Noch eine Klinge. Ja gut, die müssen wir erstmal finden oder selber bauen. Hier. Mehrere Metallstücke. Ich habe noch keine Metallteile. Können wir auch nicht selber bauen. Hier, Verbandskasten. Verbandskasten. Haben wir alles zusammen für. Oder ein Gegengift. Könnten wir uns rein technisch bauen. Aber ich will es jetzt noch nicht vergeuden, ehrlich gesagt. Dementsprechend gucken wir erstmal. Ist leer. Ghetto Blaster. Also man findet sehr wenig Essen. Was war das denn? Schokolade. Gerade sage ich es noch. Die ist bestimmt sehr gut. Wir essen mal was. Und erforschen weiter. Wir sind auf der 86. Etage. Oh. Oh, was hab ich... Das war er. Dasselbe von gerade. Gott sei Dank, weil ich jetzt keine Waffe ausgewählt habe. Hier können wir wieder reparieren. Isolierband. Reparieren wir einfach mal. Hier hätten wir wieder einen Aufzug, der uns nach oben bringt. Oh. Nimm das Stiletto. Hat er in der Hand. Hat er doch auch. Komm. Risiko. Boom. Er muss auch mal Glück im Leben haben. Er hat wieder ein Messer verloren. Oh, eine Erdbeere. Und da drin ist immer ein Fisch. Finde ich lustig. Tiefer geht's. Viel tiefer. Ich könnte schwimmen und könnte da drauf drücken. Leer. Ansonsten sehe ich hier nichts. Da muss er die Augen ein bisschen offen halten. Oh. Risiko? Oh nein, verfehlt. Extraktion. Ja, das nutzen wir. Risiko. Jawohl. Er haut ab. Und das war es hier auch schon in dem Raum. Also für die ganzen Beamer mitnehmen auf jeden Fall. Eine Kiwi, überreife Paprika. Sah jetzt irgendwie nicht so aus. Ja, das hilft dir vielleicht noch einen Tag weiter durchzuhalten. Essen. Ich brauche was zu essen. Noch eine VIP-Schlüssel. Nee, gar nicht. Nur eine Schlüsselkarte. Und ein kleiner Verbandskasten. Sehr schön. Das können wir jetzt mal gucken, was wir essen können. Ah, schwierig. Ein Fisch gibt 15 Hunger. Was sagt denn unser Essen? Nahrung. Es wäre ja weiß, wenn wir es dürften. Aber es fehlt uns eigentlich an allen. Was war das denn? Milch und Schokolade. Das wäre ein Milchshake. Ja, sinnvoll. Aber wir können den Fisch auch mal so reinkloppen uns in die Erdbeere. Und checken das einfach mal so ab. Gehen noch ein paar Etagen tiefer. Und finden Lumpen. Lumpen sind immer gut. Nix. Oder wäre so ein Lümmel? Noch sind sie einfach. Also so schwer ist es nicht, das Spiel. Aber es wird schwer. Oh. Dann wir
vibriert ein Handy. Oh, der hat aber eine Menge Zeugs gehabt. Cola, Holzstück und. Message. Open. Ich liebe dich noch immer. Ich warte auf dich an unserem besonderen Platz. Weißt du noch, als wir uns im 77. Stock begegnet sind? Klaus. Nein, weiß ich nicht mehr. Und, wir müssen dann dahin. Oh, das nenne ich mal einen Überraschungsangriff. Da wird auch nichts übersehen. Metallteile, Alkohol. Lumpen. Ja, wir haben schon viel eingesammelt. Man muss das eigentlich versuchen, immer praktisch zu nutzen. Wir machen direkt wieder Licht an. Oh nein, jetzt habe ich das schöne Zeug verbraucht. Wieder eine Kassette. Something disturbs me. I don't remember clearly what happened before the disaster. But I remember their faces. Especially my little Nikki's. She had her maths exam next month. Back then, she was so worried. So concerned. Enough. I'm driving myself crazy. For now, I just bear my miserable cross. Oh, an Automat. Looting ruins and hiding from the mutants. And looking for a reason to keep going. So, ein bisschen Story wird dann auch noch erzählt. Oder besser gesagt, was die Menschen erleben. Mal schauen, ob wir das 77. Stockwerk erreichen. Jetzt haben wir keinen Hunger mehr. Also, wir haben Hunger. Ja, Metallteile, sehr gut. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, was wir zu naschen haben. Erstmal die Nuss. Du Nuss. Oder können wir was bauen? Hier, Cocktail. Cola und Alkohol bauen. Haben wir gebastelt? 18. Werden uns kredenzt. Ja, wir haben auch ordentlich was aus dem Automaten rausgekriegt. Ein Ziegelstein. Leer. Manche Sachen kann man auch so anklicken, also sehr komisch. Geh jetzt mal ganz schnell runter in der 77. Etage. Ist ja nur eine. Will gucken, was passiert. Oh, Lebensenergie wird langsam knapp, ne? Down. Was ist das, ein Erste-Hilfe-Automat? Oh, cool, ein Draht. Das wäre natürlich praktisch. Wenn ich wusste, dass sowas gibt, hätte ich den lieber benutzt. So, irgendein Raum wird sein. Darling, open. Du bist spät dran, mal wieder. Mal wieder. Wenn du dich entschuldigen willst, ich bin im 70. Stock. Ich warte nicht mehr lange. Boah, was für eine gemeine Alte. Teile eines Fotos. Erhärtet sich der Verdacht, dass es sich bei der Mordserie möglicherweise um Ritualmorde handelt. Der Mörder aber in jedem Fall unter einen schweren Psychose... Blablabla. Ihr könnt es ja selber lesen. Drückt einfach Pause. Alkohol. Eine Nüsse. Ne Nüsse. Da oben habe ich es auch immer ausgelassen. Was zum Geier? Der hat 45 Lebensenergie. Ich habe ja nicht mal mehr 45. Wir dürfen uns aber dementsprechend bedienen. Während wir hier so rumeiern. Wir gucken mal kurz. Das war vielleicht Verschwendung. Wir haben eins parat. Jawohl. Das war jetzt einfach nur saumutig. Oh, ich darf doppelt. Nein, das war wieder zu mutig. Ah, schaffen wir dicke. 9-2 hat er noch. Warum darf ich denn zweimal? Boom. 40 XP. Level up. Schlüsselkarten react. Was für ein Ding? Okidoki. Wir haben ein bisschen Energie verloren. War aber ganz gut. Hat ganz gut geklappt. Sollen wir mal zum 70. Stock gehen? Erst wenn wir geguckt haben, was er uns da gegeben hat. Und was wir noch machen dürfen. Also wir dürfen eine Menge machen. Verbandzeugs. Gibt 10 Gesundheit. Ja. Klebeband, Chemikalien. Hier können wir Klingen bauen. Ach, dafür brauchen wir einen Raum. Hier ist eine 70. Etage. Ich bin so mutig. Wir müssen das reparieren, sonst ist in den unteren Etagen immer dunkel.
Oh, ich musste noch leveln, hab ganz vergessen. Wir müssen mal versuchen, das zu reparieren. Sonst haben wir unten immer wieder dunkel. Okay, sieht auch gut aus. 70. Etage. Darling. Das ist nicht das Darling und ist auch nicht 70. Etage. Selber Gegner von gerade. Oh, lecker Fisch. Null Energie. Verfluchte Axt. Oh, haben wir schon viel eingesammelt. So, jetzt haben wir Darling. Ich habe Hunger. Ja, sehr schön für dich. Nein, das ist nicht mein Darling. Oh, oh. Ein Fisch. Sehr cool. Können wir nicht uns irgendwas... Nee, wir haben ja keine Küche. Oder Essen machen geht ja so. Nee, geht nicht. Müssen wir den Fisch doch reinklopfen. 70. Etage, was hast du doch gesagt? Ich fange an zu zittern. Ganz ruhig. Beruhig dich. 50 Energie habe ich. Boah, was ist das? Das ist mein Darling? Wo will ich lieber ran? An der Brüste oder an dem Hintern? Hintern. Nein, verfehlt. Autsch. Oh Gott. Wir haben Medikit nicht vergessen. Darling hat es aber übelst drauf. Was? 65%ige Wahrscheinlichkeit. Ich verfehle alles. Medikit, Medikit, Medikit. Oh, jetzt komme ich nicht mehr dran. Wow, verdammt, ich bin voller Blut. Bin ich nochmal rausgekommen? Also Darling ist gar nicht so lieb gewesen. Aber ich will sie trotzdem platt machen. Ein Versuch ist es wert. Schaffen wir niemals. Oh, die macht kritische Treffer auch noch. Na gut, ich wag's noch. Für die Testzone ist das schon ziemlich ausreichend und schon viel zu lange. Aber Darling wird uns wirklich ordentlich einen auf die Nüsse geben. Und wir haben immer noch nicht geskillt, selber schuld. Die Skillpunkten hätten wir sehr gut gebrauchen können. Ja, wie fair. Dreimal. Verfehlt, nein. Na gut, dann sehen wir wenigstens, was passiert, wenn er stirbt. Ansonsten schaffen wir das eigentlich ziemlich einfach, ein paar Etagen tiefer zu kommen. Man muss diesen Kampf ja nicht wagen. Komm, auf die Brüste. Nein, das war es bestimmt. Brüste, verfehlt. Brüste! 0,5. Gut, wenn ich jetzt hier rausgehen will, tötet sie mich. Du bist gestorben. Neue Vorteile. Ach, guck mal, die haben wir jetzt freigespielt. Sehr schön. Die könnten wir jetzt nutzen. Ich guck noch mal ganz schnell, wie wir die nutzen könnten, wenn wir ein neues Spiel starten. Hier. Und da könnten wir uns jetzt aussuchen. Sehr schön. Ja, ich hoffe, euch reicht der kleine Einblick. Es gibt hier Crafting, es gibt hier alles, was das Herz begehrt. Grafik haut eigentlich aus der Socken. Gefällt mir aber optisch trotzdem ganz gut, weil das Gameplay mir einfach süchtig macht. Wir sehen uns in der nächsten Folge in der Testzone. Bis dann.